Egal wie schmutzig das Geschirr auch ist, mit ein paar Tropfen hiervon, Dankeschön, wird alles ganz schnell sauber. Ja, erstaunlich, oder? Warum eigentlich? Aber Spüli kann noch viel mehr als einfach nur Teller waschen. Wie kommt die Reinigungskraft ins Spülmittel? Wir sagen es Ihnen. Es ist ein echter Kraftprotz und aus der Küche nicht mehr wegzudenken. Mit Spülmittel geht der Dreck mit nur einem Wisch weg. Aber was macht die Reinigungskraft aus? Und das ist noch nicht alles. Vom Fettbeseitiger bis hin zum Wunderheilmittel für zerkratzte CDs kann Spüli noch viel mehr als nur Abwasch. Wir lüften das Geheimnis um den Alltagshelden Spülmittel. Auf unserer Suche nach der Spüli-Reinigungskraft stoßen wir auf etwas Rätselhaftes. Wenn man eine Wasseroberfläche mit Pfeffer bestreut und diese mit einem Tropfen Spülmittel berührt, passiert scheinbar Magisches. Das funktioniert genauso mit Lebensmittelfarbe. Aber was steckt dahinter? Um der Spüli-Reinigungskraft auf die Spur zu kommen, besuchen wir eine Spülmittelfabrik. Insgesamt gehen hier pro Tag ca. 120.000 Flaschen Spülmittel vom Band. Wir treffen uns in der Fabrik mit der Chemikerin Monika Haas, die uns einweihen will in das Geheimnis der Spülmittelreinigungskraft. Guten Morgen, hallo. Sie bringt uns in die Spüli-Kommandozentrale. Wir sehen hier unser Produktionskessel, da wird gerade neue Masse hergestellt. Und das ist der Spüli-Hexenkessel. Ein überdimensionaler Rührer vermischt alle Spülmittelzutaten, die nacheinander in den Tank kommen. Darin sind gerade 20 Tonnen Spülmittel. Doch was da drin genau passiert, ist nicht zu erkennen. Dafür aber im Labor. Monika Haas will uns in einem kleinen Kessel zeigen, was sich im großen Tank zusammenbraut und woher die Spülmittelreinigungspower kommt. Alles, was man dafür braucht, soll hier stehen. Da steht jetzt Wasser? Ja, eine gewisse Menge Wasser wird im Kessel oder jetzt hier im Becherglas vorgelegt. Die wichtigsten Komponenten für ein Spülmittel sind diese hier, Fettlöser, weil ein Spülmittel soll Fett von Tellern, Töpfen und so weiter entfernen. Zuerst kommt wie im großen Spülmitteltank der erste geheimnisvolle Fettkiller ins Wasser. So kann er sich lösen und damit gut verteilen. Und kann diese erste Anmischung schon Fett lösen? Wir probieren es aus mit buntem Öl, das sich nicht in Wasser löst. Und tatsächlich, es geht schon was. Man sieht, die Tröpfchen werden kleiner, aber es löst sich noch nicht komplett. Also noch zwei weitere Fettlösemittel hinterher. Bis sich die Reinigungsstoffe vermischen, dauert es ein Weilchen. Und warum? Je besser etwas Fett löst, umso wasserunlöslicher ist es in der Regel. In der Chemie gibt es ein Prinzip, Gleiches löst sich in Gleichem. Aha, deswegen ist es also auch so schwer, mit fettunlöslichem Wasser Fett vom Teller runterzubekommen. Aber warum drei verschiedene Fettlöser? Jeder für sich hat eine Fettlösekraft. Alle drei zusammen haben deutlich mehr Fettlösekraft, als wenn ich jeden einzeln benutze. Also die Kombination macht das. Echte Teamplayer, die Fettkiller. Inzwischen schäumt unsere Spüli-Suppe schon ordentlich. Aber bringt der Schaum auch zusätzliche Reinigungspower? Dieser Schaum sorgt auch dafür, dass das Öl ein bisschen aus dem Spülwasser weggetragen werden kann. Das heißt, er ist im Schaum gebunden und nicht mehr im Spülwasser. Mit dem Schaum kann Spülwasser also noch mehr Fett aufnehmen. Wir kommen der Reinigungskraft näher. Unser Alltagsheld soll übrigens auch prima Flecken aus Klamotten rauskriegen. Wir verpassen zwei weißen T-Shirts aggressive Ketchup- und Fettflecken. Einmal ohne und einmal mit Spüli drauf. Danach ab in die Waschmaschine. Ob die mit Spüli eingeriebenen Flecken wirklich besser rausgehen? Tatsächlich. Auf dem unbehandelten T-Shirt sind die Flecken noch deutlich zu erkennen. Da, wo Spüli drauf war, sind sie fast verschwunden. Zurück ins Labor zu unserem noch unfertigen Spülmittel. Um die Reinigungskraft und den Geruch zu verbessern, kommt jetzt noch eine weitere Zutat. Ja, ziemlich zitronig. Das Öl, was in der Zitronenschale, wenn man sich die genau anguckt, da sind doch so kleine Pünktchen immer drauf. In diesen Pünktchen ist dieses Öl gelöst. Die waren schon in den ersten Spülmitteln drin, die erfunden wurden in den 50er Jahren, glaube ich. Genau.
Für die Hausfrau damals eine echte Geschirrspülrevolution. Das allererste Spülmittel kommt 1951 in Pulverform auf den Markt. Da ist jedoch noch kein Zitronenöl drin. Das erste flüssige Spülmittel mit Zitronenöl wird 1958 erfunden und schnell zum absoluten Liebling in deutschen Küchen. Es spart wegen seiner Reinigungskraft nicht nur viel Zeit beim Abwasch, sondern ist angeblich im Gegensatz zur Seife auch noch sanft zur Haut. In den 1970er Jahren ist Spülmittel aus den Küchen nicht mehr wegzudenken. Und auch heute noch wirkt Spüli wahre Wunder, auch außerhalb der Küche. Im Labor kommen wir dem fertigen Spülmittel langsam näher. Damit es in der Spüle später nicht nach Essensresten riecht, kommt jetzt feiner Geruch hinzu. Aber noch sieht unsere Mischung nicht nach Spülmittel aus. Dafür mischt unsere Chemikerin jetzt gelben und blauen Farbstoff zu kräftigem Grün. Aber warum muss Spüli eigentlich bunt sein? Man will sehen, wo es ist, dass man es auch besser dosieren kann. Wir wollen immer, dass unser Wirkstoff, den wir in dem entsprechenden Spülmittel haben, auch über die Farbe transportiert wird. Nicht nur die Farbe ist wichtig für die Dosierung, sondern auch die Konsistenz. Deshalb kommt zur Verdickung noch ein Schuss ganz normale Kochsalzlösung hinzu. Also man sieht, das ist schon deutlich dickflüssiger. Das ist jetzt schon das fertige Spülmittel, oder? Genau, das ist das fertige Spülmittel mit allen Wunderzutaten, die da jetzt drin sind. Wenn ich jetzt was spüle, dann bleibt ja immer noch so ein bisschen Spüli an meinem Teller haften. Da frage ich mich immer, ist das jetzt ungesund eigentlich? Darf ich das zu mir nehmen oder wie ist das? Das sind minimalste Reste, die auf dem Teller zurückbleiben. Also eigentlich nicht gesundheitsschädlich? Nein, auf keinen Fall. Das würde man auch sofort erkennen auf einer Flasche. Wir müssten es kennzeichnen. Hier steckt also die komplette Reinigungskraft drin, wie am Ende im großen Produktionstank. Aber damit wir es daheim verwenden können, muss die geballte Abwaschkraft erst einmal rein in die Spüliflasche. Über diese Rohre findet das fertige Spülmittel seinen Weg durch 30 Füllstellen gleichzeitig in die Flaschen. Noch verschrauben und etikettieren. Am Tag werden hier bis zu 170.000 Flaschen befüllt. Danach geht es rein in die Verpackung und ab ins Geschäft. Aus Spüli soll man auch Kühlpads basteln können, die länger kalt bleiben als Kühlpads aus Eis. Also nehmen wir zwei Gefrierbeutel und füllen einen mit Wasser und den anderen mit Spülmittel. Die kommen dann beide ins Gefrierfach. Ob das Spüli-Kühlpad tatsächlich länger gefroren und damit kalt bleibt? Das Spüli schmilzt zwar genauso schnell wie Eis, eignet sich aber deutlich besser als Kühlpad-Füllung, weil es geschmolzen dickflüssiger ist als Wasser und sich angenehmer auf der Haut anfühlt. Aber wir wissen immer noch nicht, wie Spülmittel genau funktioniert. Im Labor lüften wir das Geheimnis. Die magischen Fettvernichtungsstoffe verursachen übrigens auch unser Pfefferwunder. Wasser hat eine physikalische Eigenschaft, und zwar hat es eine Oberflächenspannung. Wasser schwappt in Gefäßen also nicht direkt über, sondern bildet erst wegen der Wasseroberflächenspannung kleine Wasserhügel. Wenn Spüli drauf tropft, wird diese zerstört und das Wasser läuft über. Aber warum macht sich der Pfeffer vor Spüli aus dem Staub? Der Pfeffer versucht im ersten Moment, wenn die ersten Tropfen Spülmittel dazukommen, erstmal dieser neuen Kraft auszuweichen. Und verzieht sich an den Tellerrand, wo das Wasser noch spannt. Hinter dem Farbenspiel steckt das gleiche Prinzip. Und was macht denn eigentlich jetzt die Reinigungskraft von Spülmitteln wirklich aus? Was sind das für Stoffe? Tenside. Das sind waschaktive Substanzen, die die Reinigungswirkung erzeugen. Die Tensidmoleküle haben einen wasserliebenden und einen fettliebenden Teil. Mit der fettliebenden Seite docken sie an das eigentlich wasserabweisende Fettteilchen an, hüllen es ein und isolieren es dadurch vom Wasser. Durch die wasserliebenden Molekülenden der äußeren Tensidhülle kann sich das Fettteilchen anschließend indirekt mit Wasser mischen. Tenside sind also echte Vermittler zwischen Fett und Wasser. Die besondere Reinigungskraft von Spülmittel ergibt sich aber erst durch die Kombination der vielen Zutaten. Unser Fazit: Spüli ist nicht nur ein Kraftprotz in Sachen Reinigung, sondern auch in vielen Dingen ein richtig praktischer Tausendsasser.